Mal gucken, ob einer auf dem Turm ist. Ah, der Abbe wieder. Der ist wohl sehr oft hier. Hi, Abbe Arnaud. Miss Nakimura, guten Morgen. Wie ist die Aussicht heute? Bestens. Ich habe heute Morgen zwei Falken gesehen. Sie haben keinen weiteren Toten mehr gesehen, oder? Nein. Nein, natürlich nicht. Oh, ich schätze, das ist ein gutes Zeichen. Ja. Entschuldigen Sie mich. Na gut. Dann schauen wir noch mal beim Museum vorbei, würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass das etwas bringen würde. Nö, das glaube ich auch nicht. Sagst du auch noch was? Oh, Gracie redet nicht. Es gibt zwei Postkarten von Tenny. Klingt logisch, da niemand weiß, für welchen Heiligen Antonius sich Sonier interessierte. Vielleicht sollte ich sie beide nehmen. Ja, dann nimm sie doch. Es gibt zwei Postkarten von Tenny. Klingt logisch, da niemand weiß, für welchen Heil... Nimmst du dir die auch noch? Es ist eine Postkarte von Poussins Gemälde Les Bergères d'Arcadie, auch als die Hirten von Arkadien bekannt. Okay. Und was haben wir hier? Sie haben ein paar hübsche Postkarten von Stadt und Tal. Diese Postkarte zeigt nur eine malerische Landschaft. Sie wird mir bei der Schatzkarte nichts nützen. Na gut. Können wir vielleicht mit ihr nochmal über irgendwas reden? Pardon? Ja? Wissen Sie etwas über einen Umschlag, der gestern Abend an Ihre Tür geklebt wurde? Einen Umschlag? Was für einen Umschlag? Ein großes Briefkuvert? So etwas ist mir nicht aufgefallen, als ich gestern Abend gegangen bin. Vielleicht haben Sie sich in der Tür geirrt, Mademoiselle. Das muss es sein. Danke. Na gut. Hätte mich jetzt aber auch gewundert, wenn sie was damit zu tun gehabt hätte. So, warte mal. Wir hatten doch irgendwo Koordinaten. Diese Koordinaten habe ich von der Karte in Sydney abgeschrieben. Unter Palos, Krone, Grad, Länge, Grad, Breite. Aha. Ja, da müssen wir mal schauen. Ich würde sagen, wir schwingen uns mal auf die Harley.
hatten doch mit Sydney herausgefunden, dass El Hermitage genau in der Mitte von diesem Ganzen war, oder? Irgendwie so war doch was. Hatte ich jetzt noch im Hinterkopf. Und wir sollten uns vielleicht auch die Karten erstmal anschauen hier. Die habe ich im Museum gekauft. Das ist Poussins Les Bergères d'Acadie. Aha. Ich sollte herausfinden, ob Sydney etwas damit anfangen kann. Ah, okay, dann können wir die bei Sydney einscannen. Ich sollte herausfinden, ob Sydney etwas damit anfangen kann. Dann machen wir das doch. Der exakte Mittelpunkt des Kreises muss hier irgendwo sein. Richtig. Na, ich vermute mal hier. Oh, was ist das denn? Da ist etwas an die Wand geklebt. Naja, das ist klar, aber warum? Und von wohin wem? Wohin führte die Blutlinie der Pharaonen? Wende dich an ihn, der für seine Weisheit berühmt ist, um die Antwort zu erfahren. Wie bizarr. Wer sollte so etwas hier anbringen? Und warum? Ja, ich habe das irgendwie auch nicht so ganz verstanden. Aber wir scheinen ja jemanden zu haben, der uns irgendwie verfolgt. Wohin führte die Blutlinie der Pharaonen? Wende dich an ihn, der für seine Weisheit berühmt ist, um die Antwort zu erfahren. Wie bizarr. Wer sollte so etwas hier anbringen? Und warum? Ja, das ist die Frage. Das stimmt. So, dann würde ich sagen, benutzen wir mal hier den GPS-Tracker. So. Dieses Gerät könnte mir helfen, das exakte Zentrum des Kreises zu finden. Ja. Warte mal, jetzt müssen wir... wo sind jetzt die Koordinaten? Ah ja, hier, okay. Das heißt, wir müssen das jetzt hier finden, ja? Bei 18, 47, 54, 56. Wir sind doch schon auf den Koordinaten, oder? Nee, Moment. Okay. Haben wir eine Schaufel? Müssten wir doch eigentlich dabei haben, an der Harley, genau. Würde ich sagen, graben wir einfach mal. Na? Ich sollte die Schaufel holen gehen. Ja, das ist richtig. Sieht nicht besonders vielversprechend aus, aber ich muss es wohl versuchen. Das ist lächerlich. So tief kann ich allein nicht graben. Außerdem glaube ich nicht, dass der Schatz so einfach zu finden sein wird. Ich muss immer noch den Rest von Le Serpent Rouge entschlüsseln. Ja, das wäre auch wirklich viel zu einfach. Na gut. Die Felsformation. Genau wie die von Teniers Gemälde. Aha. Tenier hat das Zentrum des Kreises gemalt. Also haben die Postkarten hier irgendwas, also diese Gemälde, was mit dem Rätsel zu tun?
Ich glaube nicht, dass das etwas bringen würde. Nicht? Was ist das? Auf dem Bild von Tenier zeigt der heilige Paulus nach Nordosten, zum Mont Cardou. Aha. Dann würde ich sagen, haben wir ja jetzt einiges für Sydney, ne? Zum Einscannen. Was sagen denn die Tipps? Ja, sagt auch in der Chateau. So, haben wir mittlerweile jemand Neuen im Speiseraum? Wenn wir eh mal da sind. No. Okay. Den beiden unterhalte ich mich nicht. Gut, dann würde ich sagen, auf zu Sydney. Oder? Die Gemälde von Poussin und Tenier zeigen beide Motive aus der Gegend. Was bedeutet, die Maler könnten Hinweise auf das Rätsel darin versteckt haben. Ich sollte mal sehen, was Sydney damit anfangen kann. Ja, yeah, gute Idee. Gabriel ist noch am Berufen. Können wir das wirklich nicht, können wir das nicht mitnehmen? Ich bin versucht, mich damit gemütlich hinzusetzen, aber heute... Na gut. Also, Daten hinzufügen. Noch das dritte. Okay, analysieren. Ja, Tenier 1, würde ich sagen. Starten. Keine kodierten Referenzen in diesem Bild. Okay. Kriegen wir das hier nicht ein bisschen größer? Kann nichts machen. Okay. Denn vielleicht hin hier 2. Aha, eine Info. Das muss das Bild sein, das Saunier im Louvre kopiert hat. Das vorliegende Bild enthält eine versteckte geometrische Form. Siehe auch geometrische Formen betrachten. Das vorliegende Bild enthält entschlüsselbare Wörter. Siehe auch zoomen und entziffern. Na gut. Geometrische Formen betrachten. Wenn man den Band des Bildes über die Diagonalen verbindet, wird daraus... Was? Aus den Winkeln ergibt sich eine Raute. Quadrat vollständig. Das ist die Geometrie der Karte. Das schräge Quadrat und der Meridian. Die habe ich schon auf der Karte. Also hat dieses Gemälde etwas mit dem Geheimnis zu tun. Vielleicht hat der Künstler noch mehr Hinweise darin versteckt. Ja, wir konnten ja noch, was war das? Zoomen und, Dingsen? Zoomen und entziffern. Ah. Vers herunterladen, ja.
Das ist die Bauanleitung für den Tempel von Salomo. Zweite Buch der Chroniken, Kapitel 3, 1. Salomon begann, das Haus des Herrn in Jerusalem auf dem Berg Moria zu bauen, wo der Herr schon seinem Vater David erschienen war. An der Stätte, die David bestimmt hatte, auf der Tene des Jebusiters Arauna, er begann den Bau im zweiten Monat, im vierten Jahr seiner Regierung. Dies sind die Grundmaße, die Salomo für den Bau des Hauses Gottes festlegte. Die Länge betrug 60 Ellen, die Elle nach dem früheren Maß gerechnet und die Breite 20 Ellen. Okay. Was haben wir denn noch? Ich verstehe nicht so ganz, dass wir damit nichts anfangen können, dass hier nichts sein soll. Was ist denn mit dem Bild von Poussin? Das vorliegende Bild enthält eine versteckte geometrische Form. Siehe auch geometrische Formen. Enthält... Okay. Mit dem Fuß der knienden Figur und dem Ellbogenknie der Figur in der Mitte rechts, das zweite Dreieck bildet ein Hexagramm. Die Figur wurde gespeichert. Okay. Zoomen und entziffern. Add in Arcadia Ego. Wollen Sie den Text in einer neuen Datei speichern? Ja. Okay. Pergament. Na gut. Können wir nicht noch was hinzufügen? Warte mal, wir hatten doch... Nee, nicht das. Das hier vielleicht? Das kann ich nicht für Sydney einscannen. Schade. Na gut, dann suchen wir mal. Wie seid Salomo? Salomos erste Frau war die Tochter eines Pharaos. Die Blutlinie des Pharaos fand Eingang in das Geschlecht Davids. Aha, okay. Salomo war König von Israel um 1000 vor Christus und... berühmt für seine Weisheit. Salomo war der Sohn Davids und Bathsebas, deren Beziehung jedoch unrechtmäßig und ehebrecherisch gewesen war. Salomo fiel die große Aufgabe zu, Jehova einen Tempel zu bauen. Auch David, Salomons Vater, hatte davon geträumt, diesen Tempel zu errichten und dazu bereits viele Vorkehrungen getroffen. Aber Jehova verbot David, den Tempel zu bauen, weil dieser Blut vergossen hatte. Die Ehre wurde daher seinem Sohn und Nachfolger Salomo zuteil. Salomo war auch jenseits der Grenzen Israels berühmt. Er hatte viele Frauen, hebräische und fremde. Er heiratete sogar die Tochter eines Pharaos, Diu. Weiteren gilt er als Verfasser der salomonischen Gesänge über seine ägyptische Braut und der Ekklesiastes. Aha. Aus Gründen, die nicht ganz klar sind, ist Salomo eine Schlüsselfigur in zahlreichen nicht-hebräischen Religionen und Gesellschaften geworden, für die der Tempel des Salomo inzwischen eine mystische und symbolische Bedeutung gewonnen hat, siehe auch Freimaurer. Das Siegel des Salomo ist ein sechszackiger Stern oder Hexagramm. Ah ja. Was haben wir denn hier? Tempel des Salomo. Der legendäre Tempel wurde in Jerusalem um 950 vor Christus zur Krönung von König Salomo errichtet. Er war das Kernstück des jüdischen Glaubens, bis er von den Römern zerstört wurde. Es heißt, die Pläne des Tempels basierten auf den ägyptischen Tempel.
Dies mag der Wahrheit entsprechen, denn selbst in der Bibel steht, dass der leitende Architekt von einem ägyptischen Pharao an Salomo ausgeliehen worden war. Der Aufbau des Tempels wurde Salomo von Gott selbst vorgegeben. Siehe auch 2. Buch der Chroniken, 3. Kapitel. Die Länge betrug 120 Ellen und die Breite 30 Ellen, sodass ein Rechteck im Verhältnis 4:1 entstand. Siehe auch Pläne des Tempels. Der Tempel ist für mehrere okkulte Gruppen zu einem lebenden Symbol geworden. Im Tempel zu sein ist für die Alchemisten etwa ein Bewusstseinszustand der mystischen Reflexion und des Wissens. Auch die Freimaurer haben den Tempel als zentralen Punkt ihrer Rituale, ihrer Philosophie, ja sogar des Aufbaus ihrer Logen übernommen. Der Gedanke vom Wiederaufbau des Tempels ist schon seit Jahrhunderten eine Idee, die viele ethnische, esoterische und okkulte Gruppen beschäftigt. Die Begründungen hierfür reichen von spirituellen bis hin zu literarischen Interpretationen. Der Tempel des Salomo beherbergte ursprünglich die größten Schätze der Juden, darunter die Bundeslade, die Gesetzestafeln des Mose, den berühmten 10-armigen goldenen Leuchter und die heiligen Schriften des jüdischen Volkes. Ah ja. So, was haben wir denn jetzt dann noch? Pläne des Tempels. Verdammt! Ich kann nur hoffen, dass die Verbindung bald steht. Die Daten Tempel des Salomo, Pläne konnten nicht gefunden werden, keine Verbindung, Anforderungen eingegeben, dass die Daten sofort geschickt werden, wenn der Host wieder online ist. Ja, schade. Können wir eins zurück? Wir hatten ja hier noch einige andere, warte mal, das nicht. Freimaurer Siegel des Salomo, hier. Das Siegel des Salomo ist ein sechszackiger Stern, siehe auch Hexagramm. Sechszackiger Stern. Dieses Symbol hat im Verlauf der Jahrhunderte viele Bedeutungen gehabt. In der gnostischen Tradition stand es für die Dualität und wurde in der Regel als weißes, nach oben gerichtetes Dreieck abgebildet, das von einem dunklen, nach unten gerichteten Dreieck überlagert wird. Wie das chinesische Tao, so war auch das Hexagramm ein Symbol für die Gleichheit oder Dualität von Licht und Dunkel, spiritueller und materieller Welt. Es wurde später von den Rosenkreuzern übernommen und wurde ihr Symbol für die Natur des Menschen oder die Seele. Während das Pentagramm normalerweise mit dem Satanismus in Verbindung gebracht wird, gilt das Hexagramm als Symbol für den Geist. Der sechseckige Stern ist auch das Siegel des Salomon und wurde zum Symbol für den jüdischen Glauben. So, was haben wir jetzt noch? Der Glaube an eine Art Geist, der den Tod überlebt, ist fast universell. Wenn auch das Schicksal dieses Geistes Gegenstand anhaltender Diskussionen ist, die menschliche Seele wird oft als Ei oder vor allem im Okkultismus als Hexagramm dargestellt. Die Katara etwa stellten die Seele als ein weißes und ein schwarzes Dreieck dar, die übereinander gelegt wurden und so ein Hexagramm bildeten. Die Trennung in Schwarz und Weiß steht für den Glauben an die Dualität, wonach die Seele zu gleichen Teilen aus göttlichen und irdischen oder fleischlichen Sehnsüchten besteht. Okay. Ja, da haben wir ja jetzt einige Infos bekommen dürfen. Das ist ja schon mal schön. So. Dann würde ich sagen, schauen wir nochmal in das Serpent Rouge rein. Ich besuche das Grab des gefeierten Malers Poussin und rätsle wie die Schäfer über das Geheimnis des Grabs. Mein Kopf pocht, das Licht brennt in meinen Augen. Alles ist zu durcheinander, um es erkennen zu können. Tenier hat ebenfalls seinen Pinsel in die Erde getaucht
Und zwar an den innersten Stellen der Königin. Hier ist das Zeichen, das Tenier seinem unschuldigen Eremiten gegeben hat. Gewisslich gibt es einen Pfad zwischen den beiden. Ich habe die Bilder und ich habe herausgefunden, wo auf der Karte diese Stellen sind. Aber unter Löwe heißt es, gewiss gibt es einen Pfad zwischen den beiden. Ja, das heißt, wir müssen zwei Punkte wieder verbinden. Also einmal Poussins Grab und das andere wird ja dann wohl, wie heißt das, Elementar sein. Weil der ja auf das Bild eingeht. Von dem Tenier. Und das hat ja wieder eine Referenz zu Elementar. Und das ist ja auch so ziemlich in der Mitte. Was auch wieder sehr auffällig ist. Das heißt, Punkte eingeben. Einmal so. So, und Poussins Grab war ja irgendwo, war hier, ach da, okay, war ja im Norden, wollte ich gerade sagen. Zack. So, und jetzt Analyse. Unklar. Warum? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das stimmt. Na? Punkt eingeben. So, Poussins Grab. Und L'Hermitage. Oh Mann, schau sich das einer an. Es schneidet den Meridian genau an derselben Stelle wie die Sonnenaufgangslinie.